Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video aus unserer Reihe über Mindtest und wie man dieses Spiel im Unterricht einsetzen kann. Beim letzten Mal haben wir Mindtest installiert und eine erste Welt generiert. Heute wollen wir die ersten Schritte in dieser Welt machen. Wer Minecraft bereits gespielt hat, kann dieses Video überspringen, da sich die Steuerung kaum davon unterscheidet. Wir sehen uns um mit der Maus durch Mausbewegung. Wir bewegen uns mit den WASD-Tasten, also ganz klassisch. Und wir springen mit der Leertaste. Durch Halten der linken Maustaste kann man Blöcke abbauen. Und mit der rechten Maustaste legt man diese Blöcke wieder ab. Die ganze Welt besteht aus Blöcken, aus ca. 1x1 Meter großen Blöcken. Die Welt ist ein Würfel mit einer Seitenlänge von 62.000 Blöcken, also 62 Kilometer im Spiel. Wir sind hier in einer Basiswelt, wir haben keine Mods installiert, das heißt die Grundfunktionen sind vorhanden, es wird die Landschaft generiert, viele Pflanzen werden auch bereits generiert, aber es gibt keine Tiere und es gibt keine Gegner. Wir können uns also die Welt in aller Ruhe ansehen. Wir sehen hier, wenn wir uns umschauen, dass wir an der Grenze zwischen zwei Biomen, also Lebensräumen, uns befinden. Das ist ein kaltes Biom, ein Winterbiom und hier sind wir in einem gemäßigten Biom. In diesem gemäßigten Biom finden wir zum Beispiel Apfelbäume. Äpfel sind sehr wichtig, wenn wir verletzt wurden, wenn wir Gesundheit verloren haben. Das erkennen wir an den roten Herzen am unteren Bildrand. Die lassen sich durch Nahrungsmittel wie zum Beispiel Äpfel wieder auffüllen. Aber hier im Basisspiel gibt es kaum Gefahren, außer man stürzt irgendwo ab. Also werden diese Äpfel auch nicht notwendig sein. Wir können manche Blöcke mit bloßen Händen abbauen, aber um zum Beispiel Steine abbauen zu können, brauchen wir Werkzeuge, die wir erst einmal herstellen müssen. Die ersten Werkzeuge werden aus Holz hergestellt, denn Bäume kann ich mit bloßen Händen abbauen. Ich baue da also einmal ein paar Holzblöcke ab. Wir sehen schon, wenn der ganze Baum abgebaut ist, fallen auch die Blätter zu Boden. Also es ist zwar nicht sehr realistisch, aber zumindest bleibt es hier nicht erhalten. Und wir sammeln jetzt nochmal die Äpfel ein. Es ist ein Trieb, den ich dann später auch einsetzen kann. Ja, jetzt kann ich mit I ins Menü gehen und dann meine ersten Werkzeuge bauen. Dazu muss ich hier oben im Crafting-Feld die Basismaterialien in etwas anderes umwandeln. Also die Baumblöcke werden in Holzplanken umgebaut. Das hier ist übrigens einer der wichtigsten Unterschiede zu Minecraft, dass das Crafting-Fenster hier 3x3 Felder groß ist. Ich kann also alle Gegenstände direkt im Crafting-Fenster herstellen und muss keine Werkbank aufbauen, so wie in Minecraft. Gut, um jetzt Werkzeuge herstellen zu können, muss ich hier noch ein paar Stöcke mir bauen. Und kann mir hier meine erste Holzaxt herstellen. Und auf ähnliche Weise auch meine erste Spitzhacke, mit der ich dann Stein abbauen kann. Alle Rezepte zur Herstellung von Werkzeugen sind im Mindtest-Wiki zu finden. Ich habe beide Werkzeuge in die Schnellzugriffsleiste am unteren Bildrand abgelegt, wo ich jetzt mit den Tasten 3 und 4 darauf zugreifen kann. Dort kann ich beliebige Dinge ablegen. Aha, und wir sehen jetzt, es wird dunkel. Es ist günstig am Anfang, damit man auch in der Nacht weiterarbeiten kann,
sich ein paar Fackeln zu bauen. Dazu baue ich hier etwas Kohle ab, gehe wieder ins Inventar. Das Stöcken und Kohle stelle ich mir ein paar Fackeln her. So, die Fackeln kann ich jetzt hier platzieren. Aha, hier nicht. Aber hier kann ich eine Fackel platzieren. Und damit kann ich auch in der Nacht weiterarbeiten. Und habe ein bisschen Überblick über meine Umgebung. Aha, Sand ist abgestürzt. So viel zu den ersten Schritten in Mindtest. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie man sehr einfach einen Multiplayer-Server einrichten kann.